Weinwelle ist bekannt für seine wohltuende Wirkung bei Knochenerkrankungen. Dieses Kraut wird seit Jahrhunderten verwendet, um eine Vielzahl von Schmerzen und Entzündungen zu behandeln. Weinwelle kann Schmerzen lindern, Entzündungen von Muskeln und Gelenken reduzieren, die Heilung von Prellungen und Stauchungen beschleunigen und bei der Behandlung von Fibromyalgie helfen. In England fanden Forscher heraus, dass die Ärzte es in etwa 15% aller Konsultationen bezüglich Sehnen, Bänder und Muskelproblemen verordneten. Obwohl Weinwelle in der Volksmedizin für viele Jahrhunderte verwendet wurde, auch zur inneren Anwendung, verboten Regierungsbehörden in der ganzen Welt die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln mit Weinwelle. Ab 2001 darf also Weinwelle nicht mehr innerlich angewendet werden. Weinwelle ist immer noch sehr nützlich für die externe Anwendung. Es kann helfen als starkes entzündungshemmendes Schmerzmittel. In der Tat kann es auch die Heilung von Wunden beschleunigen. Weinwelle hilft, Muskel- und Gelenkschmerzen zu lindern. In einer großen Überprüfung im Jahr 2013 über die medizinische Verwendung von Weinwelle kam heraus, dass es klinisch erwiesen ist, dass Weinwelle Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen von Muskeln und Gelenken bei Arthritis, akuten Schmerzen im Rücken, Verstauchungen, Prellungen und Belastungen nach Sportverletzungen und Unfällen und auch bei Kindern ab 3 Jahren lindert. In mehreren Studien verbesserte die Anwendung von Weinwellcreme die Heilung und Schmerzreaktion von Prellungen und Verstauchungen, außerdem von schmerzhaften Muskeln und Gelenken. In einer klinischen Studie mit 164 Teilnehmern wurde die Wirksamkeit der Heilpflanze mit einem häufig verwendeten entzündungshemmenden Arzneimittel bei Knöchelverstauchungen und Schmerzen verglichen. Dabei zeigte Weinwelle eine bessere Wirkung als das Diclofenac-Gel. Weinwelle lindert auch Rückenschmerzen. 2 klinische Studien zeigten eine signifikante schnelle Schmerzlinderung im Vergleich zu einem Placebo bei einer äußerlichen Anwendung einer Weinwelle-Creme auf dem Rücken. Weinwelle verringert auch Arthritis-Schmerzen. Patienten mit Arthritis leiden unter chronischen Schmerzen der Knochen. Aufgrund der möglichen Nebenwirkungen, die bei den meisten Medikamenten gegen Arthritis auftreten, wie Sodbrennen, Magengeschwüre, erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall, suchen viele Menschen nach alternativen Heilmitteln, um ihre Schmerzen auf sichere Weise zu lindern. Es stellte sich heraus, dass die Verwendung einer Creme aus der Weinwelle oder eines Wickels dabei helfen kann, die mit Arthritis verbundenen Schmerzen signifikant zu verringern. Verschiedene Studien zeigten, dass die Weinwellcreme die gleiche schmerzlindernde Wirkung hatte wie die chemischen Schmerzmittel oder Arnika-Anwendungen. Alles ohne negative Nebenwirkungen. Für die Behandlung der Arthritis verwenden Sie einen Umschlag mit Weinwelle zusammen mit schmerzlindernden ätherischen Ölen wie Pfefferminzöl. Den Umschlag legen Sie auf die schmerzenden Bereiche 2 oder 3 Mal am Tag. Weinwelle hilft auch Fibromyalgie zu lindern. Da Fibromyalgie in verschiedenen Teilen des Körpers mit Schmerzen verbunden ist, könnte die Anwendung von Weinwelle Erleichterung bieten. Weinwelle beschleunigt die Wundheilung. Die Heilpflanze enthält Allantoin, die das Nachwachsen der Haut unterstützt, zusammen mit Rosmarinsäure und Tannin. Allantoin wurde als zugelassenes Medikament für die frei verkäufliche Hautbehandlung bei einer Vielzahl von Hautproblemen entwickelt. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum Weinwelle die Wundheilung beschleunigt. Während das Knochenwachstum wissenschaftlich nicht als Vorteil von Weinwelle nachgewiesen werden konnte, haben Forscher bei topischer Anwendung, also bei äußerlicher Anwendung, eine Verbesserung der Kollagenproduktion und der Wundheilung festgestellt. Verwenden Sie zur Sicherheit niemals Weinwelle auf einer offenen Wunde. Weinwelle wächst als Wurzelstock mit Ästen aus einem Stiel heraus. Es ist ein einheimisches Heilkraut, das schon seit Jahrhunderten als Knochenkraut auch bezeichnet wurde, als Knochenheiler. Und die Menschen haben es auch innerlich angewendet, natürlich. Heutzutage glauben oder wollen die Wissenschaftler wissen, dass es giftig wäre. Die jahrhundertelange Anwendung in der Volksmedizin spricht dagegen. Ja, das ist der Fakt. Warum es verboten wurde, ist letztendlich, sind einige Bestandteile, die angeblich giftig sind. Ob das wirklich so ist, ist fraglich. Wie gesagt, die praktische Anwendung zeigt eigentlich, dass Weinwelle für eine Anwendung von 4 bis 6 Wochen sicher ist. Sicher, wahrscheinlich ist es natürlich so, dass Weinwelle niemals in der Volksmedizin für Jahre als Haustee verwendet wurde, sondern immer nur bei akuten Verletzungen und bei Stauchungen und Brüchen. Ja, also wenn Sie und
unter Muskelschmerzen leiden und Gelenkprobleme haben, können Sie eine Beinwellcreme verwenden. Beinwellcremes gibt es auch in Apotheken, Drogerien, sehr wirksam, um die Schmerzen zu lindern und die Gesundheit der Knochen zu verbessern. So viel zu Beinwell. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.